The Callisto Protocol spielt auf dem namensgebenden Jupitermond Callisto. Hier schlüpfen wir in die Haut des Häftlings Jacob Lee, als die Biophage genannten Mutanten den Black Iron Knast überrennen und euch mit einem einzigen Ziel zurücklassen, dem blanken Überleben. Viel wichtiger als die Story selbst ist aber natürlich die Horroratmosphäre, die sie erzeugt und die der Titel mit jedem Pixel versprüht. Wir konnten nun erstmals selber ein paar Stunden mit dem Survival-Horror-Spiel verbringen. Über weite Strecken bewegen wir uns durch klaustrophobische, enge Gänge und selbst ein Außenbereich, der von einer Glaskuppel geschützt wird, wirkt trotz der dort gepflanzten Bäume trostlos. Licht und Schatten spielen eine wichtige Rolle bei der Erzeugung bedrohlicher Stimmung. Vorbeihuschende Schemen treiben die Herzrate regelmäßig in ungesunde Höhen. Von den in Blut geschriebenen Nachrichten und Warnungen an den Wänden fangen wir erst gar nicht an. Hand in Hand mit der realistischen und furchteinflößenden Umgebung gehen die wuchtigen Animationen von Jacob selbst und die flinken Bewegungen der Mutantenmonster. Jeden Treffer mit dem Betäubungsschlagstock spürt man intensiv und wenn sich unser Hauptcharakter nach einem kräftezehrenden Kampf das Blut und den Schweiß in einer dezenten Animation aus dem Gesicht wischt, neigen wir fast dazu, es ihm gleich zu tun. Die PlayStation 5 kommt sichtbar ins Schwitzen, gelegentlich trüben kleinere Framerate-Einbrüche den sonst so positiven Gesamteindruck. Die sind bis zum Release am 2. Dezember aber hoffentlich ausgemerzt. Auch der Sound trägt einen beachtlichen Anteil zum Horror bei. Trippelnde leise Schritte, die Schreie der blutrünstigen Mutanten oder auch einfach nur unheilvolle Stille. Manchmal reicht es eben auch gar nichts zu hören, um das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Gänzlich wehrlos steht ihr den Mutanten natürlich nicht gegenüber. Neben dem erwähnten Betäubungsschlagstock hatten wir in dem Preview-Abschnitt noch eine Universalwaffe mit Pistolenaufsatz zur Verfügung, quasi das Gegenstück zum Plasma-Cutter aus Dead Space, mit dem man den Biophages-Gegnern die Gliedmaßen einzeln abtrennt. So essentiell, wie es noch auf der Ishimura der Fall war, ist die Zerstückelung in Callisto Protocol aber nicht mehr. Die neuen Skillshots hingegen helfen beim Überleben sehr viel mehr. Nach mehreren Nahkampftreffern wird ein Körperteil markiert, drückt ihr nun schnell genug ab, verursacht ihr Zusatzschaden. Ach ja, Munitionsknappheit hatten wir so gut wie nie und auch in Sachen Gesundheit waren wir immer gut ausgestattet. Das mag den Horrorfaktor für einige sicherlich nach unten drücken. Mit dem GRP führt ihr jedoch ein noch deutlich mächtigeres Werkzeug. Letztlich handelt es sich bei dem speziellen Tool um eine Schwerkraftpistole nach Vorbild der Gravity Gun aus Half-Life 2. Wie in Valves Klassiker lassen sich damit etwa explosive Fässer anheben und auf die Mutanten werfen. Aber auch die Biophagen selbst könnt ihr damit packen und sie kurzerhand in Lüftungsanlagen, Holzhäcksler und andere ungesunde Orte schleudern. Die Anzeigen über verbleibende Leben, Projektile und GRP-Nutzungen findet ihr wie von Dead Space gewohnt nicht in einem immersionstrübenden Heads-up-Display, sondern als Markierung in Jacobs Nacken oder an den Waffen selbst. Ein direkter Angriff führt allerdings nicht immer zum Ziel. Um einen riesigen Hackschnitzler standen mehrere Mutanten, darunter auch zwei dickere Kollegen, die mehr aushalten und vom GRP schwerer gepackt werden können. Unser erster Instinkt, sie nacheinander in den Apparat zu schleudern, brachte uns lediglich viele Tode ein. Stattdessen führte uns ruhiges Vorgehen in Kombination mit Stealth-Kills zum Ziel. Leicht macht es The Callisto Protocol einem nicht, aber auf eine gute Weise. Nicht immer erschließt sich in den engen Gängen direkt, wo es denn nun weitergeht. Aber durch Erkundung wird man reichlich mit Upgrade-Materialien und Credits belohnt. Mit diesen kann man dann am 3D-Drucker seine Waffen verbessern. Während der 2 Stunden Anspielzeit schlichen wir aber nicht nur durch enge Gänge und quetschten uns durch Lüftungsschächte. Auch eine Wasserrutschpartie stand auf dem Plan, die man schon aus dem Gamescom-Trailer kennt und schon dort reichlich deplatziert und holprig wirkte. Nach dem Selberspielen können wir nun mit Gewissheit sagen,
Sie bildete eindeutig den Tiefpunkt des bisher Gezeigten. Denn sie zieht sich ewig lang und besteht weitgehend nur aus Trial and Error. Alleine in diesem Abschnitt sind wir locker 15 Mal gestorben, was trotz fair gesetzter Checkpoints ab einem gewissen Punkt nur noch nervt. Hoffentlich spart Entwickler Striking Distance im fertigen Spiel an ähnlich gelagerten Szenen. The Callisto Protocol spielt sich bereits wunderbar rund und die Kämpfe gestalten sich deutlich dynamischer als in Dead Space. Insgesamt unterscheidet sich The Callisto Protocol nicht zu stark von Isaac Clarkes Ishimura-Ausflug, ändert aber einige Nuancen. Zum atmosphärischen Horror trägt natürlich die Grafik so einiges bei, die gerade auf der aktuellen Generation sehr schick ist. Sorge haben wir aber deshalb bei PlayStation 4 und Xbox One. Hoffentlich erfahren die Fassungen für die alten Konsolen genügend Liebe. Abgesehen davon erwartet alle Freunde von gepflegt gefüllten Windeln im Dezember ein wahres Horrorfest. Vorausgesetzt, The Callisto Protocol schafft es, Atmosphäre und Spannung über die gesamte Spielzeit aufrechtzuerhalten.